Was können wir als nächstes fahren hier? Gracie Woodland, Grapple Mount und Bay Circuit. Das hier ist so eine Strecke, die haben wir aus Minecraft geklaut. Und ein bisschen Gravel verstreut und so Kram. Hier spielen wir nochmal die hier. Waren schon lange nicht mehr im Wald unterwegs. Wie die Pfadfinder. So, 16 Minuten und 43 Sekunden haben wir schon aufgenommen. Also in Fuba, hier in Outer City meine ich. So. Was für ein entzückendes Wäldchen. Ich war bei Walfang stehen geblieben, genau. Kann man sehr viele, sehr coole Videos im Internet gucken auf YouTube. Hier dachte ich natürlich, nachdem ihr hier alle meine Let's Plays zu Ende geguckt habt, könnt ihr mal nach Sea Shepherd suchen oder nach, wie nennt man das denn, das ist auch so Walfänger oder so. Ich werde es in die Beschreibung reinpacken. Wenn mir wieder einfällt, wie die Organisation heißt, ich meine, es war Sea Shepherd, und ich werde auf jeden Fall auch reinschreiben, wie es geschrieben wird und bla. Aber das sind halt so Leute, die haben so ein altes Militärschiff, glaube ich, ist es, und damit machen die halt Jagd auf Walfänger, und das ist eine ziemlich coole Sache. Ja, und ja, das war's auch. Wieder interessante Musik hier im Hintergrund. Ich versuche mal direkt hier jetzt schöne Führungspositionen zu bekommen, damit wir nicht 20 mal dieses Level hier spielen müssen, sondern möglichst selten, damit wir das Spiel möglichst schnell durchspielen, um dann an eine Fortsetzung des Flatouts mit einer besseren Engines zu gelangen, weil die sich jetzt doch etwas veraltet. Und damit meine ich jetzt nicht speziell die Grafik, weil die ist ja eigentlich noch im Rahmen des Akzeptablen. Zumindest was das Altersspiel angeht. Aber ich meine jetzt so Sachen wie ja eher das Stadtzerstörungsmodell und vor allem die ständigen Mini-Lags. Die sieht man jetzt vielleicht gar nicht im Video, aber die habe ich hier. Dass das Bild immer ständig für eine halbe Sekunde oder so einfriert. Also nur ganz kurz, ist fast gar nicht merklich, aber es ist da und das ist unheimlich störend. Jetzt war es gerade schon wieder. In Flatout 2 ist es, soweit ich weiß, überhaupt nicht so. Auch nicht mit Aufnahmen und alles. Habe ich ja auch schon mal ein Video aufgenommen, ist ein Mann auf dem Los als Kanal zu sehen. Und zwar, wie ich als Schulbus das langsamste Fahrzeug in Flatout 2 gegen zwei Leute oder drei Leute mit Flatmobil, das ist das schnellste Auto, in Flatout 2 gewonnen habe. Müsst ihr mal suchen, Flatmobil Fail heißt das, glaube ich. Und das war jetzt auch gerade ein Fail. Und ja, da habe ich einfach mal so über Tangle, das ist ein LAN-Verbindungsmodul, bla, Programmsoftware, gegen Leute von irgendwo halt, ja, Rennen gewonnen. War ganz lustig. Naja, könnt euch mal reinziehen. Was mache ich denn hier? Ey, irgendwie ist jetzt hier gerade schon wieder der Pudding-Faktor. Das Spiel leckt die ganze Zeit. Jetzt schon wieder, jetzt aber richtig derbe war das gerade. Ich bin hier wieder, hab nach 20 Minuten schon wieder einen Hund wie, keine Ahnung, eine Käsegrube und hänge mich ständig hier irgendwo fest, komme überhaupt gar nicht vorwärts, bin letzter oder beziehungsweise fast letzter, weil der letzte irgendwie überhaupt nicht ins Pushen kommt und irgendwie noch im Start festhängt oder so, keine Ahnung. Das Spiel ist die ganze Zeit noch am Laggen, das ist echt nervig. Also wenn es an meinem Rechner liegt, tut mir leid, Leute, aber ich bin ziemlich stark der Meinung, es liegt an der Engine, dass das Spiel einfach überhaupt nicht ja, für diese gigantische Rechenleistung von 2x3 GHz geschaffen ist, dass es sich deswegen ständig aufhängt. Das kotzt mich gerade richtig an. Dass wir jetzt als Siebter das Rennen beendet haben, kotzt mich auch ein bisschen an. Ach, Mensch.
Ja, wir haben nichts gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, danke. Gucken wir doch mal hier rein. Vielleicht ist es ja hier ein bisschen besser. Kleine Hoffnung. Ja, immerhin hat es jetzt funktioniert mit dem Schalten am Anfang. Jetzt ist, wie gesagt, die Luft hier wieder halb aus. Ich hänge dann hier auch immer so halb betäubt vom Rechner. So irgendwie ein Auge halb zu. Beachte das Spiel irgendwie gar nicht. Sondern bin hier in so einem Trance-Zustand und komme überhaupt nicht mehr klar. Mensch. Sowas meine ich. Jetzt muss ich eine halbe Stunde warten, bis er auf die Idee kommt, dass er zurücksetzt. Sowas ist einfach nur ein bisschen. Entschuldigung, dass ich jetzt hier vielleicht die Stimmung vermiese, aber das ist meine persönliche Meinung und die darf ich auch nennen. Und jetzt muss ich hier die ganzen Kilometer nochmal fahren, nur weil das Spiel einfach zu beschränkt ist. Naja, wir werden es wohl durchspielen müssen. Ey, das geht jetzt nicht. Ich mach das jetzt nochmal. So, jetzt streng ich mich an. Musik ist auch schon viel abwechslungsreicher und besser. So, mit etwas weniger Gelaber und etwas mehr Elan gehe ich jetzt mal an die Sache ran. So. Was auch so ein großer Faktor ist, dass es so ein bisschen an Gefallen verliert bei mir ist dieses Schalten, dieses ewige. Aber da wir ja eh schon das beste Auto haben, haben wir uns da ein bisschen was eingebrockt. Ich glaube, man kann jetzt neue Autos kaufen. Müssen wir gleich mal gucken nach dem Rennen hier. Dass ich dann mal eine Automatik kaufe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind wieder hier die Letzten. Vielleicht geht ja dadurch dann auch das Lag weg, aber ich glaube nicht. Das war jetzt hier wieder so eine unnötige Sache. Naja, fahre ich mal außen rum. Geht natürlich nicht. Und ich bin schon wieder Siebter. Das ist echt fröhlich anzusehen. Da macht mein Herz weg. Och, ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Boah, so schlecht drauf war ich, glaube ich, noch nie. Autohändler. So, hat der Affe denn jetzt mal was für uns? Ja, hat er tatsächlich. Der sieht ja ganz lustig aus, aber 190, 204, 218, 8000. Vielleicht sollten wir uns mal dieses Auto hier kaufen. Und zwar in Schwarz, oder? Orange, grün, blau. Ja, rot spricht mich gerade irgendwie an. Nehmen wir mal rot. Ihr Auto, neues Auto. 4 Liter V6, ist so gut. Ja, nehmen wir, ne? Ach so, da müssen wir nur weniger bezahlen, weil wir geben das alte Auto ab. Okay, machen wir Automatikgetriebe. So. Tuning. Was können wir jetzt noch ausgeben? Für eine neue Kurbelwelle, Nockenwelle, keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal. Zack. Und ein neues Getriebe. Könnte, glaube ich, auch nicht schaden. Und jetzt, wo wir gerade auch dabei sind, Reifen. So, zack. Chassis können wir. Ah, Chassis ist nicht so wichtig. Reifen ist erstmal. Nee, können wir uns nicht leisten. Aufhängung. Noch eine ganz nette Sache. Auspuff, haben wir da auch noch was? Nichts, was wir uns leisten können. Na gut. Dann gehen wir mal zum Rennen. Und zwar fahren wir mal den Bay Circus. So, jetzt bin ich gerade wieder etwas mehr motiviert. Jetzt brauche ich nämlich nicht mehr schalten, liebe Kinder. Kann man sich das vorstellen? Kann ich einfach Gas geben. Gas geben. So, wie man es sich schon immer gewünscht hat. Einfach geradeaus fahren. Man fühlt sich viel freier und erleichtert. Von all seinen Sorgen befreit.
nur durch ein Automatikgetriebe. Das geht doch direkt viel mehr ab hier. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob das jetzt nur an dem Automatik liegt oder auch ein bisschen daran, dass das Auto geringe Geschwindigkeiten schneller ist. Aber wir sind gerade Führende und schütteln gerade zweitpositionierten sehr gut ab, würde ich sagen. Und da war gerade ein Schlagloch und wir waren aber so schnell, dass wir einfach drüber geflogen sind. Jetzt kann ich nur noch Gutes über dieses Auto sagen, weil es auch einen Automatikgetrieb hat. Im echten Leben, also im echten Leben, hier im RL, würde ich mir niemals im Leben ein Automatikgetriebe kaufen. Also ein Auto mit Automatikgetriebe, glaube ich. Ich habe zwar jetzt noch nicht so viel Erfahrung im Autofahren, aber ich stelle es mir als ultra langweilig vor. Kann ich eigentlich jetzt trotzdem noch schalten? Ich kann tatsächlich trotzdem noch schalten. Cool. Oder? Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen auf die Strecke konzentrieren, deswegen eine Sekunde. Jetzt wurden wir nämlich überholt und das ist nicht gut. Und das war wieder... Und das waren jetzt aber die Lecks schuld, weil das hat gerade so übelst geleckt. Ah ne, man kann doch nicht schalten. Ne, man kann tatsächlich nicht. Ich dachte jetzt, Automatik heißt dann, dass er automatisch schaltet, aber man kann trotzdem noch selber manuell schalten, wenn man es dann für richtiger hält. Aber dem ist nicht so. Jetzt läuft das Spiel so schnell ab hier, ne, dass der hier mit dem Anzeigen der Bilder nicht hinterherkommt. Das ist echt ein Phänomen. Vielleicht können wir das Spiel jetzt hier mal so in eine Aufnahme zack mal eben durchspielen. Das wäre ganz lustige Sache. Da kann ich direkt morgen Flat Out 2 aufnehmen. Ne, also am Dienstag quasi, weil letztes Jahr schon Montag, 5 Uhr oder so. Das fällt mir gerade auf. Sobald ich mehrere Tasten gleichzeitig drücke, läuft der Bildschirm langsamer. Ganz interessante Sache. Da wären wir fast gegengekommen gegen die Brücke. Naja. Ey, das benimmt sich ja hier wie in diesem Kasper-Theater. Lecken, aber wenigstens sind wir schnell. Das war jetzt nicht mehr führen, da wie ich gerade eben schon schön geprahlt habe, aber es ist ja auch Runde 3 von 4. Wir haben noch viel Zeit und noch sehr viel Geschwindigkeit, die wir nutzen können. Boah, das ist ja unmöglich, wie das gerade hochfällt. Boah, wäre das Spiel nicht schon 50 Jahre alt, würde ich das jetzt zurückgeben. Das ist ja unnormal. Und ich meine, das wird jetzt nicht mein Rechner schuld sein, weil, ich denke, mit sowas kommt der klar, aber... Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen abseits. Ich dachte gerade, die Runde wäre zu Ende gewesen. Also, das Rennen wäre zu Ende gewesen. Deswegen habe ich die Maus, die Pfeiltasten losgelassen. Das... Ich kann das nicht beschreiben, das leckt einfach. Fahren am besten gleich über eine Strecke, die wir schon mal gefahren sind. Und gucken, ob das da auch so leckt. Das interessiert mich dann mal spontan. Ja. Ja, Fünfter werden wir anscheinend. Ja, Fünfter sind wir geworden. Mal gucken, fahren wir jetzt erstmal eine andere Strecke. So. 150 für ein bisschen Zerschrottetes. Und zwar können wir ja jetzt nochmal die Schneekettenregion hier ein bisschen fahren.